Dankeschön. Am Wort nun Matthias Strolz von den NEOS. Geschätzte Regierungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ich möchte ein Resümee ziehen dieser Debatte, die sich dem Ende zuneigt. Nun denn, vorneweg noch einmal, warum ist uns NEOS die Bildung so wichtig? Weil wir sie für den wichtigsten Schlüssel zur Selbstermächtigung des Menschen halten, also für den aufrechten Gang, für die Entschlossenheit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, ist die Bildung unendlich wichtig. Es ist Bildung die beste Arbeitsmarktpolitik. Es ist Bildung die beste Gesundheitspolitik. Wir wissen, dass gute Bildung auch hilft, gesund zu bleiben. Es ist Bildung die beste Integrationspolitik. Jawohl, wir haben hier gewaltige Herausforderungen. Natürlich, gerade auch in der Integration. Dazu braucht man eine gelingende Bildungspolitik. Es ist Bildung natürlich die beste Sozialpolitik. Das ist keine Frage. Es ist Bildung in ganz vielen Lebensbereichen ein zentraler Schlüssel. Und deswegen lassen wir hier nicht los. Deswegen, Sigi Maurer und liebe Grüne, deswegen sind wir hier auch empfindlich, wenn Kompromisse aus unserer Sicht faule Kompromisse sind. Der faule Kompromiss ist, dass ihr eine Kondition und ein Kriterium, das ihr selber formuliert habt, nämlich die Bildungsdirektion darf eben kein Machtinstrument sein für Landesfürsten. Dieses Kriterium habt ihr selber fallen gelassen. Und das ist ein echtes Problem. Und damit, ja, ich glaube, das ist, ich glaube, hier muss ins Grundsätzliche gehen und noch einmal formulieren, was das Selbstverständnis von NEOS ist. Und hier ist auch ein Unterschied zu den Grünen natürlich und zu möglicherweise anderen Kräften in dieser Republik, politischen. Wir sind die Kraft, die Chancen schafft. Das ist unsere tiefe Überzeugung. Wir wollen Chancen schaffen für jede einzelne Person. Ob das am Arbeitsmarkt ist, deswegen ist uns der Unternehmergeist wichtig. Ob das in der Bildung ist, deswegen ist Bildung wichtig. Und jetzt kommen wir, und das gestehe ich auch den Grünen zum Beispiel zu, dass auch Bildung wichtig ist. Und jetzt kommen wir in eine Differenzierung. Wir wollen die Kraft seine Chancen schafft. Und wir wollen, dass die Chancen wachsen in diesem Land. Wir wollen, dass wir mit Talenten wuchern in diesem Land. Und wir sind entschlossen und die entschlossenste Kraft in diesem Land, wenn es darum geht, den Filz zurückzudrängen. Wir wollen, dass Talente wachsen, Chancen wachsen und nicht der Filz, nicht die Parteibuchwirtschaft, nicht die Parteipolitik. Und hier sind wir sehr grundsätzlich. Wir werden nicht zulassen, dass der Filz wuchert in diesem Land. Das werden wir nicht zulassen. Und wer dieses Gesetz in dieser Form mitbeschließt, der ist der Dünger für den Filz in diesem Land, weil die Parteipolitik fröhliche Urstände feiern wird, weil der Landeshauptmann sich zum Präsidenten der Landesbildungsdirektion machen kann. Und Karl-Heinz Töchterle, wenn du hier philosophierst, dass Bildungspolitik immer Machtpolitik ist und immer Ideologie, dann verstehe ich schon natürlich, dass Bildung was mit Politik zu tun hat. Aber man kann doch das nicht irgendwo philosophisch verbrämen und sagen, na ja, ist halt Machtpolitik, machen wir so weiter. Wir wissen, dass damit völlig fachfremde Menschen sich zu Chefs der obersten Bildungsbehörde im Land machen. Und zwar, nein, mal völlig fachfremde. Warum? Weil sie intervenieren wollen. Sigi Maurer, ihr wisst das auch und ihr habt ein schlechtes Gewissen. Es ist heute hier keine Feierstimmung aufgekommen anlässlich dieser Bildungsreform. Es kam keine Feierstimmung auf, weil sie es alle wissen, da gibt es nichts zum Feiern. Sie haben ein schlechtes Gewissen über weite Strecken. Es ist ein Minimalkonsens mit einem faulen Kompromiss von eurer Seite. Das ist okay. Wir werden all die nächsten Jahre hören, wenn man was ändern wird. Wenn man was ändern will in der Bildung, werden wir all die nächsten Jahre hören. Haben wir doch gerade gemacht. Haben wir doch gerade gemacht. Lasst uns in Ruhe. Lasst uns in Ruhe. Und das ist die Frage, die auf uns zukommt. Wir sind die Kraft, die Chancen schafft. Wir wollen, dass Talente wachsen. Chancen für jeden einzelnen Menschen in dem Land. Nicht Filz, nicht Freihandelwirtschaft, nicht Parteipolitik. Das ist das Angebot, mit dem wir antreten am 15. Oktober. Dieses Angebot kann man wählen. Das kann man wählen. Und ich glaube, es ist ja die zentrale Frage, wie geht es nach dieser kleinen Reformetappe weiter? Wir haben ganz große Hausaufgaben, die noch warten im Bildungsbereich, zum Beispiel die freien Schulen, die würden wir natürlich in eine Chancengerechtigkeit kommen lassen. Sie sind die Innovationslabore in der österreichischen Schullandschaft. Frau Ministerin,
Wir bräuchten nur 34 Millionen Euro, um die nicht konfessionellen freien Schulen mit den konfessionellen freien gleichzustellen. Ich halte das für ganz wichtig, weil die machen tolle Dinge. Verstärkt man, wenn es Fragezeichen habt, die Qualitätssicherung, aber lass mal die doch tun. Damit wächst von unten die Bildungswende. Wir müssen uns davon verabschieden, dass wir Bildungsreformen so machen, wie wir Bildung als Schule erfunden haben unter Maria Theresia, nämlich entlang eines militärischen Organisationsparadigmas, dass wir sagen, an fernen Orten wird von Menschen festgelegt, was dann an Schulen passieren soll. Durch eine militärische Kette wird es weitergegeben. Und dann glauben wir, dass die Befehlsempfänger, Lehrerinnen und Lehrer das durchführen. Das sind Expertinnen und Experten. Die lassen wir studieren jahrelang. Lassen wir die endlich tun. Freiheit und Verantwortung, das ist unser Credo. Deswegen wollen wir die freien Schulen auch ermöglichen. Deswegen wollen wir auch, und wir sind immer konstruktiv. Wir haben in Vorarlberg auch den Beschluss für gemeinsame Schule mitgetragen. Aber dort, wo Sie sich jetzt hinbewegen, auch die Grünen, da haben wir natürlich großes Bauchweh. Wir wollen eine gemeinsame Schule der Vielfalt. Die Schule soll so bunt sein wie das echte Leben, wie die Talente unserer Schüler. Deswegen weg mit den Sprengeln zum Beispiel. Lass mal doch die Eltern entscheiden und die Jugendlichen. Freie Schulwahl ohne Schulgeld. Müssen hier Liberale kommen, um das einzufordern. Wir wollen Privatschulen gleiche Chancen geben, wenn sie für die Allgemeinheit arbeiten. Wenn sie öffentliches Geld nehmen, sollen sie gemeinnützig agieren und sollen dann aber kein Schulgeld mehr verlangen dürfen. Das ist doch ein Fortschritt. Freie Schule für alle. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht dort landen, wo wir landen, wie in der Gesundheit. Der Gerald Lorck hat schon recht. Der sich heute richten will, geht in eine Privatschule. In Wien mittlerweile mehr als ein Fünftel der Bevölkerung. Und mithin jene, die für diese Gesamtschule immer wieder das Wort führen, haben ihre eigenen Kinder in den Privatschulen. Ich finde das nicht aufrichtig. Ich finde das nicht okay. Wir brauchen eine gemeinsame Schule der Vielfalt und deswegen natürlich auch eine mittlere Reife. Und dafür werden wir weiter kämpfen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Sie können dieses Angebot wählen. Bildung sei die beste Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und Integrationspolitik, betont Neos-Klubobmann Matthias Strolz. Er spricht bei der Bildungsreform aber von einem faulen Kompromiss und einem Minimalkonsens.